Wollen wir das nicht alle? Stylische Klamotten, krasse Reisen, vielleicht ein großes Auto? Auf Social Media sehen wir das Leben, das viele von uns gerne hätten. Höher, schneller, weiter, InfluencerInnen machen's vor. Wenn ich dann mal irgendwie was aus dem neuen Wall kaufe, dann ist es meistens irgendwie eine Rolex oder so. Warum finden wir das eigentlich alle so toll und folgen diesen Menschen auf Social Media? Es ist immer diese Illusion, da sind Freunde, die einem einen Tipp geben. Aber wenn man sich's genauer anschaut, geht's ja vor allem ums Konsumieren, ums Verprassen, um Hedonismus pur. Oder? Social Media spielt eine Rolle, dass man immer tiefer in den Teufelskreis, in den Schlund hinabgeleitet. Es ist utopisch zu denken, dass wir in einer Welt leben können, wo wir alle nicht mehr konsumieren und alle nicht mehr verreisen. Wie zeitgemäß sind InfluencerInnen angesichts der Klimakrise überhaupt noch? Ich bin jetzt hier, wo man Luxus- und Statussymbole kaufen kann, am Neuen Wall in Hamburg. Und hier bin ich gleich mit jemandem verabredet, der sich mit Luxusmarken und dem ganzen Lifestyle besser auskennt als ich, mit Leon Saljewitsch. Er ist Unternehmer und YouTuber und vor allem bekannt durch sein Format Wie viel ist dein Outfit wert? Ich feiere deine Schuhe. Was sind das für Schuhe? Das sind die Balenciaga-Schuhe. Speedtrainer? Speedtrainer. Genau. Was hast du bezahlt für die? Oh, die waren für 600 Euro. Das ist ein Gucci-Shirt aus der Zusammenarbeit mit Coco Capitain. Kostet 390. T-Shirt für 390 Euro. ist schon krank, ja. Ich finde, das Normale ist ein bisschen ausgelutscht, sehr cool von der Optik, aber leider ein bisschen viel getragen. Ja. Und das sieht man nicht ganz so häufig. Die Uhr, Audemars Piguet. Audemars Piguet, Ice Out. Ja, kostet 210.000 Euro. 210.000 Euro. 210.000 Euro. Moin. Na? Ah, Philipp, alles klar. Moin, Leon, ja, krasses Auto. Ja, danke. Leon hat hier auch schon mehrere Videos für sein Format gedreht. Auch heute hat er seinen Kameramann dabei, falls ihm ein Outfit auffällt. Leon selbst gehe hier aber selten shoppen, zumindest keine Klamotten. Wenn ich dann mal irgendwie was aus dem neuen Wall kaufe, dann ist es meistens irgendwie eine Rolex oder so. Meistens eine Rolex? Ja, also wenn ich eine Rolex bekomme, dann kaufe ich sie auch, ne? Okay. Hast du jetzt gerade auch eine an? Ja, ich habe auch eine an. Okay. Ich fliege ja morgen nach Dubai und da habe ich die schon mal rausgeholt. Rolex, Day-Date, Rosé, Gold mit dem grünen Blatt. Die habe ich gekauft für 37.000. Die kostet jetzt bei Rolex schon... 37.000. Genau. Kostet jetzt bei Rolex schon knapp 41.000. Und im Graumarkt wird die gehandelt zwischen 50 und 60.000. Leon sagt, er besitze 6 Rolex. Mit dem Handel der Uhren verdiene er Geld. Außerdem mit Social Media und Coaching für Kryptowährungen. Auf Facebook hat er rund 200.000, auf YouTube mehr als 300.000 Follower. Viele Videos haben mehr als 1 Million Klicks. Im Monat verdiene er zwischen 10.000 und 30.000 brutto, erzählt Leon. Nachprüfen kann ich das nicht. Aber sein Lifestyle, den er auf Social Media zeigt, spricht dafür. Teures Auto, First-Class-Flüge, Luxusmarken. Ein Lifestyle, der für Gegenwind sorgt. Etwa vom Kraftklub-Sänger Felix Kummer. Vielleicht kennt ihr den Song Wie viel ist dein Outfit wert? Benannt nach Leons Videoformat. Darin greift Kummer Menschen an, die sich über Luxus definieren, mit verächtlichen Lyrics. In einer Welt, in der du alles hättest werden können, hast du dich dafür entschieden, ein verkacktes Arschloch zu sein. Diese Welt ist eingeteilt in Gewinner und Verlierer, zwischen Deichmann Victory und Thrasher Louis Fendi Filas. Aber wie viel ist dein Outfit wert? Nike, Louis, Gucci, Dior, Fendi, Prada. Wie viel ist dein Outfit wert? Was hat es denn mit dir gemacht, als du zum ersten Mal den Song gehört hast? Also ich habe mich gefreut, ne? Also ich dachte mir, okay, ich komme aus dem Nichts, ich habe YouTube angefangen. Ich will jetzt nicht sagen, dass er über mich das speziell gemacht hat, aber über das Format, womit ich auf YouTube polarisiere, ne? Was er da drin gesagt hat, das nehme ich ja nicht ernst, ne? Und hast du danach noch mal mehr Hassnachrichten bekommen? Ja, schon. Die haben dann immer kommentiert, hör dir mal das Lied von Kummer an, du bist der Letzte und was weiß ich, aber das ist alles Interaktion für mich, die ich umwandle in Umsatz und in Reichweite, ne? Aber Leons Lifestyle sorgt auch aus einer anderen Ecke für scharfe Kritik. Euer Luxus, unser Klimakollaps. Unter diesem Slogan besprüht die letzte Generation im Frühjahr Edelboutiquen in Berlin mit Farbe. Inwiefern
Denkst du dabei auch an das Klima oder daran, dass es nachhaltig ist oder nachhaltig sein könnte? Gar nicht. Also muss ich ehrlich sagen, wenn ich jetzt ins Flugzeug steige, denke ich nicht einmal über das Klima nach. Ich komme gar nicht drauf. So, ans Klima denke ich ehrlich gesagt nur, wenn ich Kohlekraftwerke sehe. Aber für mich fällt es nicht auf, wenn ich irgendwie in einem Flugzeug bin oder so. Und es fällt auch erst recht nicht auf, wenn ich hier auf der Straße irgendwelche Klimakleber sehe. Dann kriege ich sogar noch mehr Hass aufs Klima zu achten. Okay, aber auch wenn es ihm nicht auffällt, ein Flug in der ersten Klasse nach Dubai verursacht nun mal klimaschädliche Treibhausgase. Und zwar so viele wie umgerechnet 3,3 Tonnen CO2 für den Hin- und Rückflug von Hamburg. Zum Vergleich, ein Deutscher verursacht im Durchschnitt durch Flugreisen jährlich nur rund eine halbe Tonne. Es gibt übrigens verschiedene Wege, den CO2-Ausstoß pro Flugpassagier zu berechnen. Aber selbst wenn man die kleinsten Zahlen heranzieht, verursacht ein Flug in der First Class rund 40% mehr klimaschädliche Gase als in der Economy-Klasse. Manche Rechenmodelle gehen sogar von mehr als 500% aus. Gerne hätte ich darüber mit anderen großen Influencern gesprochen, die Reisen, Luxus oder Konsum auf Social Media zelebrieren. Aber von denen konnte oder wollte außer Leon niemand mit mir sprechen. Also fahre ich erstmal nach Leipzig. Dort will ich einen der Autoren des Buchs Influencer treffen, Ole Nymon. Er analysiert darin, wie Influencer die Gesellschaft beeinflussen und verändern. In seinem Buch beschreibt er Influencer als lebende Litfaßsäulen, die das beschädigte Leben im Spätkapitalismus verherrlichen. Ich bin gespannt, wie er das begründet. Freut mich. Ja, freut mich auch. Gibt es gute Influencer? Für mich persönlich gibt es keine Influencer, die ich als wirklich gut bezeichnen würde. Influencer produzieren ja erstmal Unterhaltungsformate und Inhalte, die ihnen wichtig sind. Ist doch eigentlich eine gute Sache, oder? Also was die Influencer vom klassischen Unterhaltungsfernsehen unterscheidet, ist nicht, dass sie Blödelei machen. Das gab es früher natürlich auch. Das Interessante ist eigentlich, dass der Inhalt sich sehr stark eigentlich nur noch um Konsum und auch Werbung dreht und dass die Zuschauer im Gegensatz zu früher das nicht trotzdem, sondern deshalb konsumieren. Das heißt, früher hat man Fernsehen geschaut und hat dann quasi akzeptiert, dass in der Werbepause man da ein bisschen zugeballert wird. Und dafür hat man dann meinetwegen einen Film oder eine Fernsehsendung kostenlos zu sehen bekommen, die man ansonsten vielleicht nur im Bezahlfernsehen hätte sehen können. Und heute ist es anders. Heute akzeptiert man, dass man einen Inhalt wegen der Werbung sieht. Oles Kernthema, der Kapitalismus. Darüber spricht er mit seinem Co-Autoren regelmäßig in einem Podcast. Es heißt ja, über Geld spricht man nicht, man hat es. Nur wir sind der anderer Meinung. Kann man diesen kapitalistisch so erfolgreichen Milliardenkonzern nicht auch als Linker etwas Progressives abgewinnen? Ich sag das immer aus Spaß so, Jeff Bezos führt uns in den Sozialismus. Du schreibst in deinem Buch oder in eurem Buch auch, dass Influencer für euch eine lebende Litfaßsäule sind. Was ist jetzt der Unterschied zu Leuten wie, keine Ahnung, George Clooney, die eine Kaffeemaschine promoten? Nun, bei George Clooney ist es zumindest noch so, dass der Zuschauer nicht die Illusion hat, zu sein wie George Clooney. Das heißt, man sieht ihn sich an im Fernsehen, er ist eigentlich bigger than life, er präsentiert uns den Kaffee und wir wissen eigentlich, dass der gegebenenfalls sogar eine relativ große Distanz dazu hat. Wohingegen es ja bei den Influencern so ist, dass sie die Werbung mit ihrem Alltag verquicken, den Followern suggerieren, dass sie eigentlich genauso sein wie sie, wenn vielleicht auch ein bisschen reicher und ein bisschen hübscher. Und da ist immer diese Illusion, da sind Freunde, die einem einen Tipp geben. Und dadurch wird die Werbung effektiver als je zuvor. Ole meint, dass viele Influencer einen exzessiven Überkonsum vorleben. Und sie würden einen alten Traum vermitteln, vom Tellerwäscher zum Millionär. Das ist ja auch was, was die Influencer so interessant macht für junge Leute, dass sie eigentlich die letzten Vertreter des American Dream sind. Dieses Aufstiegsversprechen ist sowohl individuell wie auch kollektiv eigentlich relativ abgegrast. Und die Influencer sind jetzt die Letzten, die das wirklich glaubwürdig nochmal wiederbeleben konnten. Das sind die, die aus dem Nichts kamen und zu immenser Reichweite, Popularität und zu großem Reichtum gelangt sind. Und das ist etwas, was sie ihren Followern vormachen. Das, was Ole über Aufstiegsversprechen sagt, hat mir Leon auch so erzählt. Ohne Social Media und Influencer hätte er wohl einen völlig anderen Weg eingeschlagen. Ich glaube sogar,
bevor ich so richtig aktiv auf YouTube war, auch mit Gucken und so weiter, wollte ich nach meiner mittleren Reife Bankkaufmann werden und in irgendeiner Bank arbeiten für 2000 Euro. Damit war ich komplett zufrieden. Ich kannte das gar nicht, Lifestyle und was weiß ich. Das habe ich erst durch Social Media kennengelernt. Und dann bin ich auch so abgedriftet. Abgedriftet? Ja, in den Bereich, oh, ich will mehr, ich will mehr, ich will was schaffen. Doch nicht alle InfluencerInnen präsentieren vor allem Luxus. Es gibt auch einige, die sich öffentlich engagieren und gleichzeitig Werbung machen, scheinbar zwischen den Welten stehen. Ich treffe mich hier in Berlin jetzt gleich mit Marie von den Bänken. Sie engagiert sich für den Tierschutz und ist gleichzeitig Fashion-Influencerin und macht Werbedeals mit großen Konzernen. Zum Beispiel für Autohersteller, für Kreuzfahrten, für einen Fastfood-Konzern. Sie engagiert sich aber gleichzeitig als vegane Influencerin, etwa für PETA und für Greenpeace. Dankeschön, hi. Bei sich zu Hause in Berlin will Marie sich meinen Fragen stellen. Ist es für Sie ein Widerspruch, sich für Umweltorganisationen einzusetzen und gleichzeitig für Konzerne zu werben? Nee, ist es nicht, weil wenn ich jetzt zum Beispiel für einen veganen Lippenstift werbe, im besten Fall kaufen sich dann manche meiner Follower diesen veganen Lippenstift. Aber da endet ja die Geschichte nicht. Normalerweise hätte sich vielleicht diese Followerin einen Lippenstift gekauft, der eben schlecht produziert gewesen wäre und nicht vegan. Und ich hoffe eben, dass ich es vielleicht schaffe, nicht den Konsum anzuheizen, sondern dass anders konsumiert wird und im besten Fall sogar besser. Heute Abend ist Marie eingeladen auf eine Musical-Premiere. Als Promi, sagt sie, auf dem roten Teppich. Bekannt wurde sie als Regendelfin auf Twitter, heute X. Hat dort und auf Instagram jeweils mehr als 200.000 Follower. In Werbedeals sieht sie kein Problem. Es ist utopisch zu denken, dass wir in einer Welt leben können, wo wir alle nicht mehr konsumieren und alle nicht mehr verreisen. Und ich glaube, da würde in der Gesellschaft ein Riesenaufschrei kommen, wenn man das verlangt. Am nächsten Tag fliegt Marie übrigens für eine Kooperation mit einem Tourismuskonzern nach Griechenland. In ein nachhaltiges Hotelressort, sagt sie mir. Die Aufnahmen dazu veröffentlicht sie später auf Instagram. Weltweit boomen Kooperationen mit Influencern. Seit 2019 haben sich die globalen Ausgaben von Unternehmen für Influencer schätzungsweise mehr als verdoppelt. Für ein einzelnes Posting können große Influencerinnen mehreren Quellen zufolge vierstellige Summen verlangen. Wenn man erstmal drin sitzt, ist es so ein krasses Gefühl. Ich habe meistens die Hälfte schon wieder vergessen, was ich bestellt habe, weil ich so viel bestellt habe. Sind das Beauty-Produkte? Ja! Oh, ich bin so ein Konsumer, aber egal. Was viele im Netz gewundert hatte, ist, als du zum Beispiel eine Kooperation mit McDonald's hattest für Nachhaltigkeit. Mhm. Also wie siehst du das? Also wie passt das für dich zusammen? Auch da habe ich erstmal kontrovers diskutiert, bevor ich die Anfrage angenommen habe. Aber es war ja auch nicht so, dass ich sozusagen für McDonald's geworben habe, sondern für die Nachhaltigkeitskampagne, die McDonald's gerade fährt. In der Nachhaltigkeitskampagne von McDonald's, für die Marie geworben hat, präsentiert der Konzern Einweggeschirr als etwas besonders Positives und Nachhaltiges. Wie schön können Verpackungen sein? Überraschend schön, wenn wir sie entsprechend wertschätzen. Aus leeren Getränkebechern entstehen zum Beispiel Kinderbücher für unser Happy Meal. Der Deutschen Umwelthilfe zufolge sollen diese Bücher aber nicht einmal zur Hälfte aus Recyclingmaterial bestehen. Hauptsächlich seien das frische Fasern, für die Bäume abgeholzt würden. Die Nachhaltigkeitskampagne von McDonald's, das finde ich eben auch unterstützenswert, weil ich glaube, natürlich die kleinen Unternehmen, die direkt nachhaltig sind, die sind total wichtig. Aber ich glaube, ohne die großen Player kommen wir nicht weiter. Also wir werden das 1,5-Grad-Ziel auch nicht erreichen, wenn jetzt jeder auf Plastikstrohhalme verzichtet. Dafür brauchen wir Änderungen in der Industrie, in der Politik und von den großen Playern. Und deswegen bin ich auf jeden Fall dabei, wenn jemand wie McDonald's, der einfach die Kohle hat und den Impact,
bereit ist, sich Richtung Nachhaltigkeit zu entwickeln. Auf Social Media gab es unter Maries Werbepost viele positive Rückmeldungen, aber auch einige, die die Werbung kritisch sehen. Damit schaffen wir das mit dem Klimawandel nicht, schreibt ein User. Andere kritisieren die Werbung als Greenwashing. Die Deutsche Umwelthilfe bezeichnete die McDonald's-Kampagne sogar als dreisteste Umweltlüge des Jahres. Wir haben McDonald's kurzfristig zu ihrer Nachhaltigkeitskampagne angefragt, bis Produktionsschluss aber keine Antwort erhalten. Spielt all das keine Rolle für Marie? Ich finde es zwar mutig, dass sie sich meinen kritischen Fragen stellt, aber mir scheint auch, sie möchte die Kritik nicht an sich ranlassen. Warum werden Influencer so sehr teilweise kritisiert dafür, dass sie zu Konsum anregen? Was ist mit Fernsehwerbung? Was ist mit Plakatwänden? Was ist mit Radio? Und in etlichen anderen Medien, Zeitschriften, Zeitungen, überall wird Werbung geschaltet. Warum sind jetzt Influencer mehr verantwortlich als die Medien? Doch gerade auf Jugendliche haben InfluencerInnen einen großen Einfluss. Das decken Ergebnisse aus der Wissenschaft. Ich habe vorab eine Studie vom Fraunhofer-Institut bekommen. Haben die von InfluencerInnen beworbenen Produkte eine hohe Qualität? Bei ihren Lieblingsinfluencern sagen die meisten Befragten ja. Rund ein Viertel ist sogar voll und ganz überzeugt. Auch wenn es um Kaufimpulse geht, haben InfluencerInnen Einfluss. Ein Viertel der Jugendlichen gibt an, mindestens regelmäßig den unwiderstehlichen Drang zu haben, die Produkte ihrer Lieblingsinfluencer selbst zu besitzen. Das widerspricht in vielen Teilen dem, was Marie sagt. Denn Influencer würden nicht nur die Wahl des Produkts beeinflussen. Es gehe auch ums Kaufen selbst, meint Tobias Vogel, einer der VerfasserInnen der Studie. Nehmen wir das Beispiel Fashion Halls. Da geht es wirklich darum, dass dann InfluencerInnen zeigen, was sie an neuen Klamotten als gekauft haben und wo man das kaufen kann. Und das ist eben ein Verhalten, das dann Jugendliche mitunter nachahmen. Und wenn es dann wirklich nur noch darum geht, Kaufen als Kompetenz zu sehen und im Sinne des Materialismus sich selbst als wertvoll zu empfinden, wenn ich viel kaufe und besitze, dann führt es dann schnell auch zu Überkonsum. Und ja, nachhaltig ist das dann im seltensten Falle. Ich finde, Influencerinnen wie Marie machen es sich zu leicht. Nur weil sich Politik und Unternehmen wohl nicht genügend kümmern, entbehrt das in der Klimakrise nicht der eigenen Verantwortung. Vor allem nicht, wenn man als Rollenbild so viel Einfluss hat, gerade auf sehr junge Menschen. Das ist für dich so ein Stück weit Alltag. Ich hake noch einmal nach. Würdest du sagen, dass Influencer ein Stück weit auch eine Verantwortung dafür tragen, dass Leute klimaschädlich leben? In erster Linie, glaube ich, müsste man da bei der Politik beginnen und bei der Industrie und bei den großen Playern und bei den Unternehmen, bevor man an die Konsumenten geht und auch an die kleineren Influencer. Dass die großen Player und die Politik eine große Verantwortung tragen, steht außer Frage. In Deutschland verursachen zum Beispiel 30 Unternehmen mehr als ein Drittel der Treibhausgasemissionen. Aber wenn jeder Einzelne übermäßig konsumiert, hat auch das einen bedeutenden Anteil an klimaschädlichen Emissionen, sagen Umweltverbände. Dieses Musical ist übrigens inszeniert mit einem großen Schmuckhersteller. Marie wird die Marke später in ihren Instagram-Stories verlinken. Gibt's also nichts Gutes an Influencern, wie Ole Nymon meint? Fabiola Gerpott würde ihm widersprechen. Sie forscht unter anderem zu Statussymbolen und ihrer Wirkung auf Social Media. Wenn ich mir gezielt Vorbilder suche, die einen klimafreundlichen Lebensstil, einen nachhaltigen Lebensstil mir vorleben, konkrete Tipps geben, im Alltag zeigen, wie kann das funktionieren, dann können alle diese Effekte, die sonst dazu führen, dass ich vielleicht noch mehr kaufe, noch mehr konsumiere, ins Gegenteil umschlagen. Und mein persönliches Statussymbol wird, wie gut kann ich diesen nachhaltigen Lebensstil wirklich leben? Genau das machen ja sogenannte Sinn- oder Nachhaltigkeits-InfluencerInnen. Auf die Klimakrise hinweisen, recyceln statt Neukaufen zu promoten. Wie zum Beispiel Milena Glimbowski aus Eberswalde. Sie ist Aktivistin für Nachhaltigkeit und hat ein Buch über die Klimakrise geschrieben. Und für ihre Arbeit nutzt sie auch Social Media wie Instagram. Milena wurde bekannt mit einem der ersten Unverpackt-Läden in Deutschland. Heute ist sie Influencerin für Nachhaltigkeit. Aber funktioniert das in der konsumorientierten Welt von Social Media? Ich glaube, es kommt darauf an, was für eine Art Influencerin es gibt. Es gibt ja solche und solche. Es gibt die, die jeden zweiten Tag einen Primark-Haul machen und dreimal um die Welt jetten in einer Woche.
Und es gibt die, die sagen, ey, da ist eine Demo, komm vorbei, hier ist eine Petition, die du unterschreiben kannst und schau mal, wie einfach es ist, auf dem Balkon deine eigenen Tomaten zu ziehen. Milena sagt, wir alle müssen wegen der Klimakrise mehr auf Konsum verzichten. Sie hält es für grundlegend falsch, in den Urlaub zu fliegen. Mit ihren teils radikalen Forderungen hat sie zuletzt auch im ZDF-Format Unbubble ziemlich polarisiert. Man hat kein Recht darauf, feiern zu gehen auf Ibiza, und man hat kein Recht darauf, in Bali einen Yogakurs zu machen, um sich selber zu finden. Den kann man auch an der Ostsee machen. Darauf gibt es kein Recht, aber es gibt ein Recht darum, dass wir halt eben uns kümmern um den Erhalt von der Umwelt, den Gewässern. Ja, da bin ich ja auch bei dir, aber du kannst auch nicht die Menschen fesseln. Und selbst wenn eine nachhaltige Influencerin ihren Yogakurs oder was auch immer auf Bali macht, ich gönne ihr das, ich wünsche ihr viel Freude. Die Frage ist, muss sie das der Welt zeigen, weil sie hat einen Einfluss auf dem, wie sie wahrgenommen wird. Die Leute versuchen, das nachzuleben, wie sie lebt. Sie finden sie toll. Oder ihn. Ne? Und muss das alles gezeigt werden. Werbung finde ich auf Milenas Insta-Profil kaum. Aber diesen Sommer hat sie als Influencerin für einen Rucksack geworben. Open your wild eyes, live life like a wildfire, burn down all your walls and take the road a little further from. Das war einfach Zufall. Mich hat eine Firma angeschrieben, wo ich weiß, die achten, das hat mit meinen Werten total gut übereinstimmt. Ich hatte schon andere Produkte von denen. Und ich habe tatsächlich einfach nur einen Rucksack gebraucht, weil meiner löchrig war und einfach abgeranzt so. Und ich dachte, okay, das passt jetzt. Und ich bin unterwegs und habe das dann nebenbei so gefilmt. Aber ich habe mich tatsächlich unwohl dabei gefühlt. Es hat mir Spaß gemacht und gleichzeitig habe ich mich trotzdem unwohl gefühlt und gemerkt, okay, das war das erste Mal seit langem und es wird das letzte Mal seit langem bleiben. Ich bin überrascht, dass sie das vor der Kamera sagt. Gleichzeitig fällt auf, sie nutzt ihre Social-Kanäle vor allem für Aktivismus, spricht viel über die Klimakrise. Milena solidarisiert sich auch mit der letzten Generation. Vor einigen Jahren ist sie von Berlin in das kleinere Eberswalde umgezogen. Für Milena war das eine bewusste Abkehr von Trubel und zu viel Konsum. Das System, in dem wir leben, funktioniert ja nur so, wenn ständig mehr und mehr und mehr konsumiert wird. Und das ist ein Teufelskreis, eine Spirale, in der wir halt, aus der wir rauskommen müssen. Und da spielt Social Media deiner Meinung nach eine Rolle? Social Media spielt eine Rolle, die nicht hilft, gerade rauszukommen, sondern im Gegenteil, dass man immer tiefer in den Teufelskreis, in den Schlund hinabgleitet, weil immer schneller und mehr Trends befeuert werden. Und die Trends sorgen dann halt dafür, egal welcher Art, dass natürlich mehr konsumiert wird. Also so sehr ich Social Media lebe und so sehr es viele tolle positive Effekte hat, Vernetzung von Menschen, von Minderheiten, Darstellen von interessanten, nachhaltigen Informationen, Sehen von Sachen, die auf der Welt passieren, sei es auch eben die Klimakrisenfolgen. Trotzdem glaube ich, dass die Nachteile inzwischen überwiegen. Milena sagt mir nach unserem Gespräch, auch wenn Social Media und InfluencerInnen uns zu klimaschädlichem Konsum verleiten, wir dürften trotzdem nicht nur auf KonsumentInnen schauen, sondern müssten vor allem Druck auf die Klimapolitik machen. Wäre eine Welt ohne Social Media und InfluencerInnen wirklich besser, nachhaltiger? Ich bin mir da nicht so sicher. Verdammen würde ich Social Media und InfluencerInnen nicht. Ich finde aber, sie sollten dazu stehen, dass sie Vorbilder sind und damit Verantwortung tragen. Sie können beeinflussen, was wir konsumieren, wie wir handeln und vielleicht auch, welche Art von Leben wir leben wollen.